die ritterspiele sind eine kunstform die sich aus jenen des europäischen mittelalters entwickelt hat mit themen aus dem leben der seinerzeitigen ritter haben sie sich auf volksbühnen und im Stegreiftheatern theatern bis heute erhalten in manchen alpinen gegenden süddeutschlands und österreichs entwickelten die ritterspiele in reaktion auf das publikum und heute auch als werbung für manche Urlaubsorte besonderheiten wie die wiederholung besonders heiterer oder grausiger szenen so müssen manche Publikumslieblinge bei den Pradler Ritterspielen bis zu fünfmal sterben. Und ähnliches wurde beim tschauna im Wiener Außenbezirk Ottakring vermeldet. Mancherorts haben Ritterspiele auch die Form von Weihspielen, wobei sie auch, wie im Mittelalter, zu symbolischen Kampfspielen an speziellen Gedenktagen werden können. So ist beispielsweise sinajska Alka in Kroatien ein traditionelles Ritterspiel, das in zwei konzentrischen mit Eisenstäben abgezirkelten Kreisen stattfindet. Die Teilnehmer zu Pferde zielen in vollem Trab mit der Lanze in den mittleren Kreis oder an andere spezielle Stellen. Die Ritterspiele der heutigen Zeit sind eher Gelegenheiten für Familienausflüge wie Z. B. Ehrenberg, die Zeitreise in Kaltenberger Ritterturnier in Geldendorf oder Ritterspiele auf Burg Sommereck in Seeboden am Milsetter See. Eine der größten deutschen Mittelalterveranstaltungen stellen die Freienfelser Ritterspiele am Fuß der Burg Freienfels dar. Die Alka wird in Sinjar als Erinnerung an die Eroberung Kroatiens durch die Türken ab dem Jahr 1463 und von Sinča 1536 begangen. Mehrere erfolglose Aufstände scheiterten. Bis 1686, drei Jahre nach der zweiten Türkenbelagerung von Wien, die Befreiung durch Providur Kornaro gelang das sind die ritterspiele im august feiert hängt mit einem rückeroberungsversuch der türken 1715 zusammen der nach zerstörung der stadt jedoch am marienfeiertag 15. august knapp abgewehrt wurde